Hallöchen, meine Lieben, Liebenden. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr konntet den Montag, zumindest die, die frei haben, auch noch genießen, das verlängerte Wochenende. Und jetzt ist es natürlich wieder Zeit für eine allgemeine kollektive Langelegung. Ich freue mich gar sehr und bin gespannt, was die Karten so verraten. Wichtig ist, nimm mit, was sich für dich richtig und wichtig anfühlt und den Rest lässt du bei mir. Schau also immer, ob du mit so einer Legung, mit einer öffentlichen Legung in Resonanz gehst oder eben nicht. Ja, dann starten wir mal. Liebes Universum, was ist denn gerade so die Grundenergie der Person hier im Kartenbild? Einmal die Grundenergie bitte. Wir haben gerade Wolken. Ja, irgendwas ist unklar, aber es ist auch eine gewisse Umbruchstimmung. Es könnte sich also demnächst hier etwas klären. Die fühlen sich falsch an. Die sind so ganz komisch rausgeflogen, die nehmen wir nicht, aber die. Ja, Klärung. Kommunikation liegt hier möglicherweise gerade auf deiner Gedankenebene. Ein Brief, Nachrichten. Ein Vertrag vielleicht unter Umständen auch. Was liegt denn gerade auf deiner Herzebene? Der Mut. Der Bär ist ja so die Energie von Schutz. Ja, vielleicht schützt du auch gerade dein Herz, deine Emotionen. Der Bär steht aber auch für die Kraft, die du hast in deinem Herzen aktuell. Mut, Lebensmut, Lebensstärke. Was ist gerade so deine erdige Energie? Die Eulen, Aufregung, das Umfeld, auch wieder ein Hinweis auf Kommunikation. Aus welcher Energie kommst du denn gerade? Aus dem Entschluss umzuziehen, dich zu verändern. Die Störche sind ja auch die positive Wende, auch wenn noch einiges unklar ist. Hast du wahrscheinlich in der Vergangenheit eine sehr große Veränderung durchgemacht? Was kriegen wir denn noch? Das Ankommen. Seelenhaus, die Basis. Und wieder Konflikte. Roten, Hausputz. Hatten wir das nicht in der letzten Legung auch so ein bisschen ähnlich? Also hier auch schon wieder eine sehr, ja, ich würde mal sagen, geklärte Energie, die sich zeigt. Aber auch schon wieder die Konfliktsituation. Mal gucken, was das Seelenreisetarot dazu zu sagen hat. Ein paar Impulse bitte zur Vergangenheit. Da haben sich gleich zwei umgedreht. Ja, sehr schön passend hier zu den Störchen. Wir haben den Narr, wo es ja in den Neuanfang geht, in neue Abenteuer geht, in neue Möglichkeiten geht, neue Visionen. Und vor allen Dingen auch die Selbstfindungs Phase tatsächlich. Und mit den sieben der Münzen haben wir hier so diese Energie von Langfristigkeit und Beständigkeit. Es geht auch um Ausdauer, es geht auch darum, ja, zu reifen, langsam zu reifen. Deswegen konstelliert sich wahrscheinlich hier auch noch so ein bisschen die Energie von Unklarheiten mit den Wolken, dass du vielleicht das Gefühl hast, da ist noch irgendwo ein negativer Glaubenssatz in dir, irgendeine negative Blockade, die dich möglicherweise davon abhält, eben noch weiterzugehen und wo du jetzt einen Impuls suchst, wie kannst du das Ganze lösen? Dann schauen wir mal, was wir zum Haus bekommen.
Ich wollte gerade sagen, die 10 der Schwäne, die 10 der Kelche. Hier ist natürlich gerade auch mit dem Haus der Basis gegeben, dass wir hier jemanden haben, der durchaus in einer Hochzeit war oder vielleicht sogar noch ist. Die 10 der Kelche ist ja so diese Energie von wunschlos glücklich sein, zufrieden sein, von Harmonie in der Gemeinschaft. Und gerade auch, weil wir hier unten das Umfeld liegen haben, kann es natürlich sein, dass das letztendlich auch eine Basis bildet, um vorwärts zu kommen. Also es kann durchaus sein, dass wir hier jemanden haben, der eher auf das eigene Wachstum schaut, aber in der Basis schon glücklich ist, zufrieden ist. Unabhängig davon, dass wir die Routen hier noch liegen haben, wo ich gleich mal genauer raufschauen werde. Aber hier ist erstmal jemand, der in der Vergangenheit oder aus einer Energie kommt, die glücklich ist, die zufrieden ist. Vielleicht gab es hier auch tatsächlich einen Umzug mit dem Partner, mit der Partnerin ins Eigenheim. Aber irgendwas belastet oder hat belastet in der Vergangenheit. Ich denke mal eher, dass es wirklich so die eigene Entwicklungsreise ist, die sich ein bisschen als schwierig gestaltet hat, dass vielleicht jemand auf der Suche nach Heilung ist, in Anführungszeichen, und nicht fündig wird, um einfach vorwärts zu kommen. Und nicht, dass wir hier unbedingt jemanden haben, der aus einer Trennungsenergie zum Beispiel herauskommt. Auch das ist ja... Das ist ja ein Thema, was in Kartenlegung wichtig ist. Manche schauen ja wirklich darauf, wie können sie sich selbst weiterentwickeln. Und auch diese Themen spreche ich natürlich an. Also bis dato sieht es nicht so aus, als wenn hier jemand eine neue Liebe sucht, sondern eher den eigenen Lebensweg sucht. Ja, falls du jetzt aussteigen möchtest, steht es dir natürlich frei. Was kriegen wir denn hier zu den Routen? Dem Buben der Kelche. Der Bube der Kelche ist ja ein bisschen naiver, was so das Thema Liebe angeht. Es ist so diese kindliche Neugier, die sich zeigt, aber auch die neue Liebe. Ja, es ist so der Träumer, die Liebeserklärungsenergie. Es steht aber auch für neue Gefühle, muss man einfach auch so sagen. Neue Gefühle, Verliebtheit, neue Bekanntschaften und manchmal auch für neue, unerwartete Wege. Nun ist es natürlich so, dass hier etwas rausgeputzt wurde. Und da würde ich gerne noch mal eine Extrakarte rauflegen. Der Bube der Schwerter. Ja, Impulsivität, ne? Der Schwertbube, das ist so eine sehr klärungsbedürftige Energie. Es geht hier darum, Einsichten zu gewinnen, Verborgenes aufzudecken, wieder ins Selbstvertrauen hineinzufinden und vor allen Dingen auch eine wichtige, unerwartete Neuigkeit. Ich glaube, jetzt wird das Bild langsam klarer. Eine wichtige, unerwartete Neuigkeit zu verarbeiten. Der Schwertbube, das ist auch immer die Energie, wo man gefühlt so auf verschiedenen Baustellen rumtanzt und versucht, das Ganze miteinander zu koordinieren. Ich sage auch gerne mal dazu, auf 3 Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Es kann durchaus sein, das wird nur für wenige drauf zutreffen, gerade weil wir hier auch die Thematik neue Liebe haben, dass möglicherweise, obwohl die Basis hier safe ist, obwohl es hier in einen Neuanfang reingeht, vielleicht auch mit einem alten Partner, Partnerin, möglicherweise, wie gesagt, das wird nur auf wenige zutreffen, kann es durchaus sein, dass zum einen mit jemand andere mit einer dritten Person unter Umständen, da vielleicht eine kleine Gefühlsverwirrung vorhanden war. Für die anderen kann es aber auch bedeuten, dass mit dem Partner, der Partnerin, neue Gefühle erweckt werden konnten und dass es weitergeht, weil der Bube der Kelche, das ist auch so die Energie von Heiratsantrag. Man möchte natürlich nicht per se sagen, es gab einen Heiratsantrag und deswegen gestaltet sich das Leben hier neu, wo wir natürlich auch die vertraglichen Angelegenheiten hier liegen haben, gar keine Frage, aber es kann auch einfach das Verfestigen der Verbindung sein. Also das kann ich hier auch schon mal mit auf die Reise geben, wenn du dich da wiederfindest. Eine von diesen beiden Konstellationen ist ebenfalls möglich. Ja, dass es hier wirklich in eine Neuerwachung, in ein neues Erwachen der Gefühle geht. Von dir
und oder Umständen auch von deinem Gegenüber. Bis jetzt haben wir hier noch keine Konstellation auf ein Gegenüber, außer der Bär. Der kann auch manchmal für ein Gegenüber gedeutet werden, für eine sehr starke Person. Sehr kräftig, maskulin, meistens natürlich dann eben der Mann. Wir schauen ja meistens aus der Sicht einer Frau auf einen Mann. Was haben wir denn hier zu den Wolken? Oh, Geheimniskrämerei zeigt sich hier schon mal. Die Hohepriesterin auf dem Kopf, das ist so wirklich jemand, der ein bisschen ja, irrational denkt. Ich will nicht sagen, dass du irre bist, nein, aber vielleicht einfach Misstrauen hast. Vielleicht auch Angst davor hast, auf deine Intuition zu hören, weil sie dir einen bestimmten Weg sagt, zeigt, deine innere Stimme. Das ist so dieses, es fehlt das Vertrauen. Es wird vielleicht auch bloß oberflächlich an der Materie gekratzt, anstatt wirklich in die Tiefe zu gehen. Also ich bleibe trotzdem von der Grundenergie her dabei, dass hier wirklich eine eigene Weiterentwicklung vonstatten geht. Und dass es darum geht, wie geht es denn jetzt überhaupt mit dir weiter? Die Hohepriesterin auf dem Kopf steht allerdings auch für Eifer. Wie gesagt, hör auf deine innere Stimme. Achte darauf, dass du mit dir selbst auch verbunden bleibst und dass du nicht etwas suchst, was gar nicht vorhanden ist, wie zum Beispiel Heilung. Jemand kann sich auch wirklich unendlich lange auf eine Heilungsreise begeben und findet einfach keine Heilung, weil es vielleicht auch einfach gar nichts zu heilen gibt. Und vor allen Dingen wird man es durch Suchen nicht finden. Das ist genauso wie eine Partnerschaft. Du suchst unbedingt einen neuen Partner, eine neue Partnerin und du wirst nicht fündig, weil unverhofft kommt oft. Und gerade das, was plötzlich unerwartet in dein Leben reinkommt, ist meistens auch das, was dann auch für dich bestimmt ist. Du erwartest es einfach nicht, weil du hast fließen lassen. Ne? Wie gesagt, ihr wisst ja auch, und die mir schon länger folgen, und das ist natürlich bei anderen Legern auch so, alles im Universum ist Energie. Und wer krampfhaft etwas haben möchte, dem wird es erst recht verwehrt. Das ist so. Ja? Und Heilung ist auch eine Momentenergie. Ja? Es kommt ein Impuls rein, da findest du Erleuchtung und stellst plötzlich fest, okay, das ist meine Baustelle, die kann ich jetzt angehen. Aber versuch nicht, auf drei Baustellen gleichzeitig zu tanzen. Das bringt überhaupt nichts. Das ist anstrengend. Wie hieß der eine Film? Es gab doch mal so einen Film, so einen lustigen, so eine Komödie. 27 Kleider, glaube ich, ne? 27 Dresses hieß der auf Englisch. Und wo sie, Catherine Heigl, glaube ich, war das. Ich bin mir gar nicht hundertprozentig sicher, ob sie das war. Ich glaube schon. Immer so auf verschiedenen Hochzeiten rumtanzt. Ja, und das ist halt anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Die ewige Brautjungfer, die dann am Ende des Films doch heiratet. Der Ritter der Münzen. Also, die Energie gestaltet sich hier tatsächlich gerade so, dass es in Richtung eigener Verwirklichung geht. Wir haben hier schon Geduld und Ausdauer liegen mit den 7 der Münzen. Wie gesagt, die Basis an sich ist wunderbar, auch wenn es hier den einen oder anderen Konflikt gab, der rausgefegt werden musste, vielleicht auch der innere Konflikt, damit einfach die Gefühle auch in der Partnerschaft wieder aufleben können. Jetzt zeigt sich hier mit dem Ritter der Münzen die Energie von sehr verlässlich, sehr konsequent, sehr ausdauernd, sehr produktiv und verantwortungsvoll. Des Weiteren sagt diese Karte auch, dass es gute Nachrichten zum Einkommen gibt. Das heißt, möglicherweise wird hier wirklich ein Vertrag abgeschlossen, der dich finanziell voranbringt. Wir schauen mal weiter. Was kriegen wir denn hier zum Bären? Das Gericht. Die erste Karte, die sich umgedreht hatte, so ein bisschen, war der Turm. Ich bin natürlich ganz dankbar, dass es nicht der Turm geworden ist. Aber das Gericht sagt, dass hier eine Erneuerung stattfindet, dass hier eine Auferstehung stattfindet und vor allen Dingen auch das Thema Selbstverwirklichung. Das Gericht steht im Übrigen auch für spirituelles Erwachen. Ja, wer hätte das gedacht? Wir haben ja schön natürlich oben schon die Hohepriesterin liegen, wie gesagt, da noch so ein bisschen auf dem Kopf. Und letztendlich wird hier gezeigt, dass da auch ein Erwachen der Spiritualität stattfindet. Wo du letztendlich auch in der Lage bist, auf deine innere Stimme zu hören und vor allen Dingen auch deine intuitiven Möglichkeiten endlich in Betracht zu ziehen. Anfangen, Gedankenspiele machen zu können. Vielleicht auch mit deinem Herzen anfangen,
da ein bisschen mehr Vertrauen reinzusetzen, sodass es eben auch in, ja, in die Energie geht, der eigenen Kraft, wieder zurückfinden in die eigene Kraft. Das Gericht ist auch die Energie von Transparenz in dir, der Ruf deiner Seele, dem du auch folgst letztendlich. Und vor allen Dingen ist das Gericht auch so eine endgültige Entscheidung, die getroffen wird, aufgrund dessen, dass sich deine Sichtweise einfach verändert. Sie wird geswitcht. Wie gesagt, die Basis an sich ist hier echt tippitoppi, da gibt es nichts zu meckern. Jetzt geht es wirklich darum, in deine eigene Kraft wieder hineinzukommen. Und deine eigene Kraft kann auch deine spirituelle Kraft sein. Wie gesagt, die Wolken liegen noch da. Es ist nun mal einfach auch der Umbruch, der stattfindet. Die Wolken stehen auch für deine mentale Kraft letztendlich. Was kriegen wir denn hier zu den Eulen? Die Stabkönigin. Ja, das bist du als zuschauende Person, eine sehr souveräne Person, sehr im eigenen Vertrauen, in ihrer eigenen Wärme und vor allen Dingen auch dementsprechend in der Kreativität, Inspiration und Leidenschaft. Du bist mutig, du bist entschlossen, du hast Mitgefühl, du hilfst anderen, du bist großzügig, du bist anmütig oder anmutig heißt es, glaube ich, richtig. Und vor allen Dingen bist du auch jemand, der sich vom Instinkt leiten lässt. Das ist deine Basis, das ist deine Erde. Und gerade wenn es darum geht, auch mit dem Umfeld oder vom Umfeld beeinflusst zu werden oder das Umfeld selber zu beeinflussen, ist es natürlich wichtig, Menschen zu haben, die sich supporten, die dich supporten, Menschen, die du supportest. Hier gibt es ein bisschen Aufregung im Umfeld, aber auch, wie gesagt, Kommunikation. Nun kann es natürlich sein, dass du da vielleicht auch schon mal schauen darfst, wie hilfst du denn deinem Umfeld? Was hast du in den letzten Jahren getan? Sei es Kreativität, irgendetwas, was weiß ich, du hast Pullover gestrickt, gehäkelt, Decken, irgendwie sowas im Bereich der Kleidung hast dort immer geholfen oder du hast Ratschläge immer gut geben können und die wurden auch sehr gut angenommen. Oder du hast nebenbei bei Umbauten geholfen zum Beispiel und bist dort halt sehr begabt. Und da kann eben das Umfeld auch wirklich hilfreich sein, um dir deinen weiteren Weg zu zeigen. Weil letztendlich gibt es hier etwas, was du bis dato immer schon getan hast. Wahrscheinlich unentgeltlich, aus der Freude heraus. Und wenn du auf der Suche bist nach eben neuen finanziellen Möglichkeiten, dann wäre das definitiv etwas, worauf du schauen solltest. Ja, vielleicht hast du Angst davor, diesen Schritt zu gehen, weil dann wäre es ein Business, dann wäre es ein Job, dann müsstest du es machen. Ja, viele scheuen sich ja auch davor, das jobtechnisch zu machen. Ich muss dazu sagen, als ich jünger war, hatte ich auch so ein bisschen Angst davor, dass wenn ich mich kreativ beruflich austobe, dass es mir die Freude nehmen könnte. Aber es ist genau das Gegenteil passiert. Es ist genau das Gegenteil passiert tatsächlich. Und es hat auch meine Sichtweise verändert. So, und jetzt tobe ich mich kreativ aus und habe da absolut nicht dieses Gefühl, es ist Zwang, es belastet mich, es frustriert mich. Ganz im Gegenteil. Das ist so meine eigene Erfahrungswertung. Und diese Erfahrung muss halt letztendlich auch jeder für sich selbst machen. Letztendlich ist es das. Und dieser Spruch kommt ja auch nicht von ungefähr. Wenn du einen Job machst, den du liebst, dann ist es kein Job. Dann ist es Passion. Diesen Spruch kann ich, wie gesagt, aus der eigenen Erfahrung heraus durchaus bestätigen. Wir schauen mal, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Also wie gesagt, dein Umfeld scheint hier eine große Rolle bei deiner Weiterentwicklung zu spielen. Da schau auf jeden Fall mal, was da so dein Thema sein könnte, wenn du, wie gesagt, darauf schaust, wie es sich für dich jetzt hier in die finanzielle Fülle gestaltet. Wie geht's denn weiter hier, liebes Universum? Der Brunnen. Reflexion. Fülle. Ressourcen, aus denen geschöpft werden kann. Letztendlich auch sehr passend mit der Hohenpriesterin. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass du
Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Hohepriesterin als Attribut oberflächlich ist, aber dass es ja jetzt mit der Hohenpriesterin in die Tiefe gehen soll. Das heißt, nicht mehr nur an der Oberfläche kratzen, sondern im wahrsten Sinne des Wortes in die Tiefe gehen darf, um letztendlich, ja, vielleicht auch dein eigenes Misstrauen dir selbst gegenüber und deinen Fähigkeiten aus dem Weg zu räumen. Was kriegen wir denn noch? Der Ring. Oh, schau mal eine an. Der Ring. Also ich muss schon sagen, hier schwingt schon viel Heiratsantrag mit drin. Es ist so. Vielleicht spielst du schon länger mit dem Gedanken, deinem Partner, deiner Partnerin einen Antrag zu machen. Wie gesagt, für einige kann das hier durchaus zutreffend sein, ne? Wir haben die Hochzeit, wir haben den Heiratsantrag, jetzt haben wir auch noch den Ring hier, das Gelübde. Wie gesagt, für einen kleinen Teil kann ich das als Information weitergeben, dass hier eine Heirat ansteht, eine Hochzeit. Vielleicht habt ihr es auch sogar schon geplant. Da sieht es auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Unabhängig davon ist der Grundtenor wirklich die eigene Weiterentwicklung. Das Gelübde kann auch mit dir selbst stattfinden, weil letztendlich ist ein Gelübde etwas und es gibt ja bewusst auch das Erneuern von Gelübde. Ist es ja auch etwas, ganz gleich, ob du es mit einer anderen Person machst oder mit dir selbst, es ist ein Versprechen. Du versprichst dir etwas und du versprichst einer anderen Person etwas. Und was verspricht man sich meistens? Ich muss dazu sagen, ich war noch nicht auf so vielen Hochzeiten, selber geheiratet habe ich auch noch nicht, sich treu zu sein. Ja, gegenseitig, aber in dem Fall, wenn es dein eigenes Gelübde ist, auch dir selbst treu zu bleiben. Dir selbst auch zu gestatten, dass du dich weiterentwickelst, dich selbst auch zu gestatten, dass sich Gefühle verändern, dass sich Ansichten verändern, dass sich Meinungen verändern, das gehört ja mit zum Wachstum. Und auch im Zwischenmenschlichen, in der Partnerschaft, in einer Ehe entwickelt man sich weiter. Und da ist es vielleicht auch ein guter Punkt, wenn ihr schon verheiratet seid, eure Gelübde vielleicht auch einfach mal in einer Zeremonie zu erneuern. Einfach zu schauen, okay, was waren eure alten Gelübde? Seid ihr dem treu geblieben? Habt ihr euch verändert? Wäre es nicht Zeit, mal ein bisschen frischen Wind in die Ehe reinzubringen und da mal ein neues Gelübde zu setzen und sich einfach neue Dinge zu versprechen? Gerade weil hier eben auch ein Aufleben von alten Gefühlen sich gezeigt hat, ne? Dass dort eine Erneuerung stattgefunden hat. Und gerade mit so einer Erneuerung auch der eigenen Gefühlswelt, sich natürlich auch ein neues Gelübde letztendlich, ein neues Versprechen manifestiert und dementsprechend auch ausgesprochen werden darf. Der Ring ist aber auch letztendlich ein Vertrag. Ein Vertrag, wir haben hier auch schon den Brief liegen, wie gesagt, wir haben das Berufliche hier liegen, ein Vertrag, der geschlossen werden möchte, aufgrund dessen, dass du hier wirklich konsequent bist und ein Ziel hast. Na? Was kriegen wir denn hier noch? Ah, guck mal, da liegst du. Unter dem Vertrag liegst du. Du schaust hier auf deine Erlösung, du schaust hier auf deine Erneuerung, auf deine Tatkraft. Und was habe ich jetzt hier wieder runtergeschmissen? Die Lupe. Da darf auf jeden Fall noch etwas beleuchtet werden. Ja gut, ich meine, das passt ja zu dem, was ich gesagt hatte, ne? Das Umfeld spielt hier eine wichtige Rolle. Das heißt, hier wird demnächst auf jeden Fall der Prozess weitergehen. Und du fängst an, hier wirklich dich und dein Umfeld unter die Lupe zu nehmen, um zu schauen, wie es weitergeht. Keine Sorge, ihr Lieben, ich werde noch eine Reihe weiterpacken. Wir haben hier die Beschleunigung drin. Gute Nachrichten, Neuigkeiten mit den 8 der Stäben. Auch eine Kommunikationskarte, eine Karte, die Aktion bringt und wie gesagt, schnelle Bewegung. Es ist so dieser Schwebezustand zwischen Stillstand am Anfang und Ankommen. Ja, du bewegst dich hier genau dazwischen. Und das letztendlich auch mit dem Brunnen wunderbar gekennzeichnet. Du hast eine Ressource. Die, die mir schon länger folgen, die wissen, ich vergleiche das immer gerne mit einem Benziner. Ja, Feuer ist die Zündkerze, Wasser ist das Benzin. Und beides brauchen wir letztendlich, um vorwärts zu kommen. Wasser natürlich auch Gefühle. Wie gesagt, wenn du etwas tust, was du gerne machst, ja, dann ist das definitiv ein Hinweis darauf, was du in Zukunft vielleicht sogar beruflich machen kannst. Okay, es geht hier vorwärts.
Creme. Oh. Also, wir bleiben dabei, wir haben wieder mehrere Deutungsmöglichkeiten in der Konstellation. Die Liebenden ist ja nicht nur die Liebe. Punkt 1. Die Liebenden, zum einen, wenn wir uns jetzt mal auf die Liebe konzentrieren, ist natürlich die Vereinigung. Die Liebenden sind letztendlich Herzensentscheidungen, die getroffen werden. Die gelten natürlich sowohl für die Liebe als auch für deine eigene Weiterentwicklung. Du entscheidest ja letztendlich auch mit dem Herzen, wie geht's weiter. Das ist ja die Dualität im Außen, während die Hohepriesterin ja die Dualität im Inneren ist. Und gerade dann, wenn das Herz anfängt, wieder mitzureden und nicht nur der Verstand in Anführungszeichen die Oberhand hat, genau dann bist du nämlich auch in der Dualität. Und dann lässt du es auch zu, dass du auf deine innere Stimme hörst. Die Liebenden ist aber auch Harmonie. Die Liebenden ist eine Transformationsenergie. Und vor allen Dingen zeigt es letztendlich auch das Vertrauen ins eigene Herz. Unabhängig davon, für alle die, die auf die Liebe schauen, findet hier eine gewisse Weise eine magische Vereinigung statt. Das heißt, in dem Fall würde ich schon sagen, hier wird Nägel mit Köpfen gemacht, hier wird sich vermählt und vor allen Dingen zeigt es letztendlich auch an, dass hier eine gesunde Partnerschaft ist, dass hier eine Seelenverwandtschaft ist. Wie gesagt, eine sehr magische Vereinigung vorhanden ist und dementsprechend ja, sie auch gelebt werden kann. Hier wird sich vereint. Wie gesagt, für alle, die jetzt nicht auf die Liebe schauen, sondern auf die berufliche Weiterentwicklung, ist hier wirklich die ja, Dualität im Außen gekennzeichnet. Aufgrund dessen, beziehungsweise auch deine innere Wiedervereinigung gekennzeichnet. Und natürlich auch, was ich meine mit Dualität im Außen ist, dass du deine Energie wandelst. Ja, du suchst nicht mehr, sondern ja, du ziehst an. Das, was zu dir gehört, wird auch zu dir kommen. Gerade in der Konstellation. Sehr interessante Legung heute. Ja, Vertrauen ins eigene Herz, ne? Vertrauen in die eigenen Emotionen, die Emotionen auch nicht mehr länger schützen, stark sein. Stark sein im Sinne von, du musst nicht stark sein, weil Stärke ist es auch, seine Emotionen, ja, zu leben. Das ist für mich stark sein, ne? Stark heißt nicht, dass man seine Emotionen schützen muss, sondern dass man wirklich, diese lebt. Das ist für mich stärker. Wie gesagt, hat jeder auch natürlich eine andere Anbindung zu, aber für mich ist es wirklich so, wenn jemand, für mich sind starke Menschen die, die ihre Gefühle leben. Alle Menschen, die ihre Gefühle nicht leben, sind für mich schwach. Und das weiß ich deswegen, weil es bei mir früher auch so war. Ich habe früher auch meine Emotionen immer beschützt und habe Ausreden gesucht, um mich aus irgendeiner Beziehung rauszuwinden und so weiter und so fort. Und das war meine Schwäche. Es ist so. Heute sehe ich das Ganze anders und für mich hat sich da in der Hinsicht auch ganz, ganz viel verändert. Und deswegen denke ich auch so. Wie gesagt, das ist meine Ansicht zu der ganzen Thematik aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Das sieht wahrscheinlich jeder anders, aber für mich ist es wirklich eine Stärke, seine eigenen Emotionen zuzulassen. Ganz gleich, welche sie sind. Dazu gehören auch Wut, dazu gehört auch Trauer, Zorn. Sich selbst manchmal so ein bisschen verfluchen, weil man irgendwas nicht hinbekommt und sich denkt, oh mein Gott. Ja, das habe ich zum Beispiel, wenn ich meine Kartendecks mache und ich bin da so ein bisschen ungeduldig und möchte irgendwie fertig werden, aus welchen Gründen auch immer und ja, hau beim Laminieren eine Ecke rein. Dann denke ich immer wieder auch, Cheyenne, ey, warum? Mach's doch einfach ein bisschen Sutscher, du hast doch Zeit, stress dich doch nicht selbst. Ja, manchmal bin ich doch ein bisschen ungeduldig. Es ist einfach so. Wassermann. Ich bin zwar eigentlich eine sehr, sehr geduldige Person, aber manchmal, ne, kommt es auch bei mir durch. Es ist einfach so, lässt sich nicht vermeiden. Jetzt haben wir hier so ein bisschen Hemmungen und Blockaden liegen mit den 8 der Schwertern. Einschränkungen. Ich sagte vorhin, glaube ich, schon, negativer Glaubenssatz, wenn ich mich recht erinnere, könnte hier auch noch vorhanden sein. Ein negativer Glaubenssatz, eine Wolke, die belastet, eine festgefahrene Option,
Vielleicht aber auch einfach nur, dass du mehrere Optionen hast, wie es weitergeht. Vielleicht bist du ein sehr vielschichtiger, vielseitiger Mensch. Ja? Und weil wir hier schon die Hohepriesterin liegen haben, ist es natürlich auch eine Frau mit Interessen. Das ist einfach so. Vielleicht geht es in der Grundessenz einfach nur darum, ja, deine vielseitigen Interessen unter einen Hut zu bringen. Dass du, wenn du jetzt aufs Business schaust, wirklich guckst, okay, wie kannst du das alles miteinander vereinen? Ja, wenn es ums Bauen geht, kannst du ja viel machen. Du musst dich ja nicht darauf beschränken, dass du jetzt hier nur Steine machst, ne? Nur Einfahrten pflasterst. Du kannst ja vieles machen. Wenn es um das Kreative geht, kannst du auch vieles miteinander kombinieren, tatsächlich. Und die Welt steht dir letztendlich offen. Wenn wir hier schon mal auf den sehr ungeordneten Kreis hier schauen vom Spinnennetz. Du hast hier mehr Möglichkeiten, als du denkst. Und deswegen ist es natürlich wichtig, hier sich nicht festzufahren. Wie gesagt, tanz nicht auf verschiedenen Hochzeiten, sondern verbinde das miteinander. Ja, mach eine Massenhochzeit, macht eine Massenhochzeit daraus. Ja, gut. Ich glaube, als Braut möchte man das nicht unbedingt, dass man da drei Bräute gleichzeitig hat oder neben sich noch liegen hat, in Anführungszeichen, da liegen nicht, aber stehen und dass man dann da so abgefertigt wird. Aber gut, in den USA ist es, glaube ich, irgendwie gang und gäbe. Und letztendlich, wenn man zum Standesamt geht, ist es ja in Anführungszeichen auch nicht anders, ne? Da wird ja auch nacheinander abgefertigt, kann man ja mal so sagen, wie es ist, auch wenn es jetzt ein bisschen salopp klingt. aber hier geht es wirklich um eine Vereinigung. Vereinigung von deinen Optionen, von deinen Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass hier unbedingt Befangenheit drin liegt, sondern dass es wirklich darum geht, dass hier viele Möglichkeiten sind. Lustigerweise sehe ich auch gerade 8, 6 und 8. Also geht es schon darum, zum einen hier die Harmonie zu finden und vor allen Dingen sind die Achter ja auch immer so ein bisschen das Thema Manifestation, ja, Geschäft. In der Numerologie hier betrachtet. Also geht es hier wirklich schon in der Situation ums Business, würde ich mal fast behaupten, damit dein Geschäft einfach auch vorwärts kommt. Die Achter sind auch die praktischen Fähigkeiten, dein Geschick, dein Ego. Ja, dein Ego möchte befriedigt werden. Gesundes Ego ist wichtig. Ja, wer kein Ego hat in gewisser Art und Weise, der ist natürlich jemand, der sich fremdsteuern lässt. Das habe ich hier in der Energie gar nicht drin, sondern ich habe hier wirklich jemanden mit einem gesunden Ego, vielleicht auch ein bisschen spät erwacht und vielleicht auch manchmal ein bisschen zu weit drüber, kann durchaus sein, gar keine Frage, aber letztendlich in der Essenz hier dabei, sich zu finden. Ein Ego muss sich auch erstmal einpendeln. Gerade wenn man lange vielleicht auch zurückgesteckt hat, muss es sich erstmal wieder einpendeln. Was kriegen wir denn hier noch zur Lupe? Ach, guck mal an. Deine praktischen Fähigkeiten. Ja, wer hätte das gedacht? Acht der Münzen. Und das ist natürlich die Lern- und Fleißkarte. Hier geht es darum, deine Fähigkeiten zu verfeinern, von Kompetenz zur Meisterschaft zu wechseln, also nicht mehr nur darüber zu reden und kompetent zu sein, sondern es tatsächlich auch anzugehen. Auch wenn hier Münze Nummer 7 so eine kleine Macke wegkriegt und vielleicht nicht perfekt wird, das ist normal. Ne? Wie gesagt, ab und zu verhaue ich hier auch mal ein Blatt. Ist so. Das ist Lernen. Step by step by step geht's hier weiter. Die 8 der Münzen heißt aber auch, dass du zu einem Experten wirst, dass du hier einen neuen Fokus bekommst. Ja, extremer Fokus wird hier angezeigt. Und vor allem auch, dass du offen bist fürs Lernen. Du gibst dich hin. Du bekommst eine neue Chance. Du bist stolz auf deine eigene Arbeit. Und auch hier wieder der Hinweis auf Selbstfindung. Also hier ist wirklich jemand gerade dabei, sich selbst zu finden. Die Basis passt schon mal. Wie gesagt, keine Person, die jetzt hier auf der Suche nach Liebe ist. Und ich freue mich sehr, dass diese Energien heute so fallen, weil das Leben besteht ja nicht nur aus Liebe, sondern auch aus Selbstverwirklichung, Weiterentwicklung. Und hier verwirklicht sich jemand selbst. Im Übrigen hier auch schon wieder 8, ne? 8, 8, 8. Könnt ihr gerne mal googeln. Das ist eine sehr, sehr schöne Engelszahl. Wie geht es denn weiter hier? Hätte ich gerne noch drei Karten.
Ja, sie hängt noch fest, sie will noch nicht. Klarheit, Inspiration, Spiritualität mit dem Stern. Eine Herausforderung in Sachen Beruf. Der Anker steht ja primär für die Arbeit, für die Verankerung, auch für Unruhe. Hier gibt es also noch eine kleine Blockade. Da schauen wir gleich mal rein. Sagen wir es mal so, der Anker, das Ankern, die Verankerung ist ja noch vom Berg verdeckt. Ne? Das war ja so gefallen. Legen wir uns das gleich mal so hin, damit ich es nicht vergesse. Hier möchte vielleicht einfach auch nur etwas gemeistert werden, etwas angefangen werden. Und so ein Berg, da kann ja unterschiedlich, das sind drei auf einen Streich, das geht nicht. So ein Berg kann ja unterschiedlich groß sein. Manchmal ist es auch bloß ein Maulwurfshügel, über den man stolpert, weil man vielleicht nicht aufgepasst hat. Ich glaube, jeder kennt's. Aktuell sind, glaube ich, auch schon wieder die ersten Hügel so am Start. Wenn man dann so übers Feld läuft, über so eine Wiese läuft, dann kann man da mal auf die Nase fallen, weil man nicht aufgepasst hat. Wenn man vielleicht den Blick gerade ins große Ganze geschweift hat und vergessen hat, auf den Weg zu achten. Und dann gibt es mal kurz einen kleinen Stolperer, man fällt auf die Nase, wird dann daran erinnert, Achtung, ja, immer auch ein bisschen auf den Weg achten. Du kannst in der Weltgeschichte rumträumen und dich umgucken, aber nebenbei ein Auge zumindest, ne, so ein bisschen in Richtung Erde. Die Würfel. Das Glück. Der glückliche Zufall. Und ich sehe gerade schon wieder, ihr Lieben, ich muss mal wieder rüberschieben. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Sonst haben wir keinen Platz und sonst seht ihr nichts. Also Platz schon, aber ihr seht sonst nichts. Was kriegen wir denn hier zur Klarheit? Jetzt kommt der Turm. Der Durchbruch, die Befreiung, die Reinigung. Der Turm ist natürlich in gewisser Weise ein Mahnmal, aber letztendlich ist es ja der Durchbruch. Ne? Es gibt neues Bewusstsein, es gibt neue Perspektiven. Es steht für ein wichtiges Ereignis und dementsprechend natürlich auch für etwas Unerwartetes. Der Turm ist ja ein Feuerelement. Ja, ist dem Element Feuer zugeordnet, steht für den Planeten Mars und der Mars steht für dein Verlangen, für dein Verhandeln, für deine Energie und auch für die männliche Energie. Das heißt, es gibt Klarheit bezüglich deines Verlangens. Dafür muss natürlich auch ein gewisser Durchbruch geschaffen werden. Ich glaube nicht, dass wir hier eine Zerstörung haben, ich glaube auch nicht, dass wir hier eine Desillusionierung haben, sondern dass hier einfach gerade im Hinblick mit dem Stern der Klarheit wirklich der Durchbruch geschafft wird. Letztendlich kann man es auch ganz bildlich betrachten, ja, das Rad läuft hier und knallt jetzt durch eine Mauer. Überwindet einen Berg, eine Hürde, einen Sturz, sodass hier endgültig die Verankerung mit deiner Vision stattfinden kann, eine Verankerung mit deinem Traum stattfinden kann, dass eine Unruhe rausgeht. Was kriegen wir denn hier zum Anker und zum Berg? Oh, die Karte der Fantasie und Schwärmerei. Wolke 7 Energie, 7 der Kelche. Und es ist natürlich ein bisschen auch ein Hinweis auf viele Optionen. Ja, welchen Kelch sollst du letztendlich nehmen? Es ist so, es ist gerade schon so, wie ich gesagt hatte, ne? Tagträume. Aber achte auf den Weg. Auch das sind die 7 der Kelche. Wenn Wolke 7 keine Basis hat, dann fällst du runter. Du darfst fantasieren, du darfst auch schwärmen, gar keine Frage. Aber wie gesagt, das ist auch ein Hinweis. Bewege dich vorwärts, aber wie gesagt, achte auf den Weg. Ich glaube, da werde ich nochmal eine zweite Karte drauflegen, weil wir ja auch 2 Energien haben. Ach, guck mal, 7 und 7. Ja, es fügt sich heute wieder eins zum anderen. Die 7 der Schwerter ist die Karte, die sagt, nutze dein Geschick. Sei raffiniert.
Die 7 der Schwerter zeigt aber auch schon einen Teilerfolg an, tatsächlich. Ja, auch wenn der Anker, wenn man es jetzt mal weltlich betrachtet, eine temporäre Angelegenheit ist, weil wenn nur das Schiff wir haben natürlich hier das Fundament. Also hier ist ja wirklich schon mal jemand angekommen. Aber wenn wir das Schiff nehmen, dann ist das Schiff eine Option, um dich auszuprobieren, welcher Standort gefällt dir. In dem Fall auch, was gefällt dir beruflicher Natur. Es ist so diese Energie von Ausprobieren. Ja, wie gesagt, du wirst durchaus auch mal auf die Nase fallen, gar keine Frage. Aber letztendlich ist es ja das, was du draus machst. Stehst du wieder auf, gehst du weiter. Hast vielleicht dann den Fokus auch ein bisschen mehr auf deinem Weg tatsächlich, unabhängig davon. Aber wie gesagt, steht dir die Welt offen, darfst auch mal Tagträume haben, darfst auch mal manche Dinge durch die rosarote Brille sehen. Letztendlich haben wir hier Gefühle, wir haben den Verstand, Wasser und Luft und damit eine, ja, eine Basis legen, wie es weitergehen kann. Eine Basis. Und letztendlich haben wir hier ja auch Unruhe drin, temporär, und wir haben den Berg. Ist ja auch letztendlich wieder Erde, ja, etwas Festes, ein fester Ankerpunkt. Und wenn sich so ein Anker in den Berg kloppt, dann kriegst du den auch erstmal so schnell nicht wieder raus. Also kann man das Ganze auch hier positiv sehen. Hier zeigt sich aber auf jeden Fall eine Weiterentwicklung und hier gibt es halt schon den ersten kleinen Erfolg. Mal gucken, was die Würfel bringen. Als letzter Impuls. Und da haben sich die 8 der Schwerter, die 6 der Schwerter rausgelegt. Und das ist eine mentale Neuausrichtung. Ja, es ist die Reise, die stattfindet. Du fängst an, dich auch um deine Gedanken zu kümmern. Ja, du passt auf, dass du hier das kleine Papierschiffchen nicht zerfleddern. Gerade wenn es darum geht, jetzt auch mental neu anzukommen. 6 der Schwerter ist die Veränderung. 6 der Schwerter heißt auch, du überwindest Widrigkeiten. Und gerade auch im Hinblick mit den Würfeln könnte natürlich auch das Glück erst recht dann wirken, weil du es zulässt. Weil du auch zulässt, dass hier etwas Positives in dein Leben reinkommen kann. Ja? Die 6 der Schwerter ist auch die Energie, die zeigt hier, steht ein Anfang bevor. Wie gesagt, das ist hier so eine Übergangsphase. Ne? Das ist der Umbruch, der sich zeigt. Und hier kommt es demnächst bald wirklich in diesen richtigen Neuanfang rein oder in diesen Anfang. Da geht's los. Ne? Wie gesagt, Durchbruch. Hier nochmal so ein bisschen ausprobieren, aber das Glück ist an deiner Seite und dann kann es auch losgehen. Es zeigt letztendlich auch Heilung an. Es zeigt deine persönliche Entwicklung an. Und für alle, die auch spirituell schauen, weil wir das Thema hier auch viel drin haben, zeigt es natürlich auch einen spirituellen Übergang an. Ja, sodass hier wirklich ja, spirituelle Reise durchaus mit gekennzeichnet ist, beziehungsweise generell aber die neuen Ufer. Es geht hier auf zu neuen Ufern. Sowohl in der realen Welt, in der 3D-Welt, als auch im spirituellen, im mentalen. Und damit sind wir fertig, ihr Lieben. So schaut's aus. Wie gesagt, denkt dran, das Umfeld scheint hier eine große Informationsquelle zu sein, wenn es um deine Talente geht. Wie gesagt, heute gab es hier viele Informationen drin. Ja, wieder für den einen oder anderen Hochzeit, Erneuerung der Gelübde. Auch eine Liebe, die sich stärker zeigt, aber in der Grundenergie bleibt hier die persönliche Entwicklung tatsächlich. Und das entwickelt sich hier sehr, sehr gut. Hier möchte nämlich ein bisschen Katsching gemacht werden und das darf jeder natürlich machen. Fülle ist für alle da, man muss sie sich nur nehmen. Es ist letztendlich wirklich so. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn dir das gefallen hat, dann lass mir auf jeden Fall ein Like da. Das hilft mir ungemein weiter. Gerne auch ein Abo, wenn du mehr von mir sehen möchtest. Und ja, alle anderen sehe ich auf jeden Fall morgen früh wieder zur Tagesenergie. Ich freue mich gar sehr. Bis morgen, ihr Lieben. Habt noch einen wunderschönen Abend und fühlt euch umarmt. Bis dann, eure Cheyenne.